Nach den vielen Jahren in Italien sehnt sich Otto wieder nach dem Land der Väter. Mit großem Ruhm und siegreichen Truppen zog er zurück nach Germanien, schreibt Widukind, sein Chronist. Theophano, was liest du so interessiert? Ihr Land ist durch Sümpfe und Wälder grauenerregend. Als berauschendes Getränk dient ihnen ein Gebräu aus Gerste und Weizen, so steht es hier. Über wen steht das dort geschrieben? Natürlich über eure Vorfahren, die Germanen. Warum heißt ihr eigentlich Teutonen bei den Römern? Weil sie uns wie die Teutonen fürchten, die einst in Italien einfielen. Und nun ist ein Sachse ihr Kaiser. Sie nennen euch aber auch abfällig Tedeschi, die Deutschen. Oh, diese hochnäsigen Römer. Sie schätzen nur ihr Latein und verachten die Sprachen der germanischen Völker. Und stimmt es, dass euer Durst nach berauschendem Weizensaft überaus maßlos ist? Und dass es keine Schande ist, Tag und Nacht zu zechen? Bei uns Sachsen? Nein. Aber auf die Bayern trifft es wohl zu. Als Sachsen, Schwaben, Franken und Bayern sind sie mit Otto dem Großen nach Rom gezogen. Mit der Kaiserkrone und mit dem Namen, den die Italiener ihnen gaben, kehren sie in ihre Heimat zurück. Sie werden sich an den Namen gewöhnen und sich schließlich auch selber so nennen. Die Deutschen.